Lea Martens, Innovationspreis der deutschen Luftfahrt. Der Innovationspreis der deutschen Luftfahrt. Eine Plattform für die Zukunft der Luftfahrt. Schönen guten Tag. Ich präsentiere Ihnen heute den Innovationspreis der deutschen Luftfahrt oder kurz auch IDL. Ich denke, im Namen wird schon sehr offensichtlich, was wir tun. Wir zeichnen Innovation in der deutschen Luftfahrt aus. Die große Stärke des IDL liegt zumindest meiner Meinung nach in dem wachsenden Netzwerk unter der Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums in persona Thomas Jan Zombeck, zeichnen der BDLI, der BDL und der Bitkom mit der Unterstützung des DLR und des ZAL und natürlich gemeinsam mit P3 jedes Jahr seit 2016 die Innovationen aus. In der Mitte sehen Sie einen kleinen Auszug unserer Bewerber, nämlich die Finalisten aus diesem Jahr. Ich denke, hier wird sehr gut deutlich auf der Folie, dass der IDL sich als eine Plattform für den Austausch versteht, nämlich zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Eine weitere Schnittstelle besteht zu der Gesellschaft, auch ein sehr wichtiger Stakeholder in der Mobilitäts- bzw. Luftfahrtbranche. Wir achten sehr darauf, dass wir die Innovation, insbesondere die unserer Finalisten, öffentlich wirksam präsentieren und so beispielsweise auf einer medialen, sehr präsenten Preisverleihung ja, der Öffentlichkeit näher bringen und so zum Beispiel die Bemühungen der Luftfahrt für ein klimaneutraleres Fliegen jedem zugänglich machen. Da wir den gesamten die gesamte Wertschöpfungskette der Luftfahrt abbilden wollen, verleihen wir den Preis jedes Jahr in 4 Kategorien. Die Kategorie Emissionsreduktion ist dabei von Anfang an dabei und wir sehen jedes Jahr an sehr zahlreichen, qualitativ hochwertigen Bewerbungen, dass diese Kategorie sehr ernst genommen wird von allen Seiten. Genau. Die weiteren Kategorien werden im nächsten Jahr Smart Factory und Fliegen neu denken sein. Eine Anmerkung für alle, die heute hier sind und nicht aus der Mobilitätsbranche kommen. Es ist so, dass wir in der Kategorie Cross Innovation Innovationen auszeichnen, die branchenfremd sind, aber auch in der Luftfahrt Anwendung finden können. Wie gesagt, die Kategorie Emissionsreduktion ist als einzige Kategorie von Anfang an dabei und wird uns auch im nächsten Jahr begleiten. Damit Sie diese Erfolgsgeschichte verstehen, würde ich Ihnen gerne die Finalisten und den Sieger aus diesem Jahr vorstellen. Der Sieger ist Airbus mit dem klimaneutralen Antriebskonzept H2Talk. Die beiden weiteren Finalisten sind DLR mit einem Pilotenassistenzsystem, was den Lärm beim Anflug reduziert, und CCP Technology mit einem Kraftstoff aus recyceltem CO2, der Caffeinia heißt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie auch zu unserem Netzwerk dazuzählen dürfen. Das kann beispielsweise passieren, indem Sie sich ab dem 14. Januar für den IDL 2019 bewerben. Die Preisverleihung wird am 6.6. auf der Digital Aviation Conference stattfinden. Ich freue mich auf einen Austausch mit Ihnen, der gleich stattfinden kann oder später per Telefon oder E-Mail. Vielen Dank.